Hallo Lieben, willkommen zu meinem neuen Video. Ich hatte ja eigentlich gesagt, dass mein Baby-Update erst Mitte Dezember kommt und nicht schon so Anfang Dezember, weil heute ist ja der 6. Es ist Nikolaus. Aber ich habe mir gedacht, hey, ich habe demnächst so viele coole Projekte. Ich habe Rezepte, ich habe auch ein paar coole weitere Holiday-Looks und Verlosungen. Und deswegen dachte ich mir, ich mache das lieber heute. Und ich würde euch auch raten... Hui, was war das? Hat irgendjemand das Fenster aufgemacht? Und ich würde euch raten, bis zum Ende des Videos auch dabei zu bleiben, weil ich werde zwei Sachen verlosen. Insgesamt sind es drei Sachen, aber der erste und zweitplatzierte, würde ich mal sagen. Und ich weiß, mein letztes Video war ein Baby-Haul und heute ist ein Baby-Video. Also keine Angst vom Baby-Overload. Das nächste Mal geht es einfach schön beauty-mäßig und fashion und sonst was mäßig weiter. Viele fragen mich immer jeden Tag, in welcher Schwangerschaftswoche bist du? Ich habe immer meine App, die heißt Pregnancy Plus. Und da steht, hallo Donja, Sie sind 21 Wochen und 5 Tage schwanger. Das bedeutet, es ist die 22. Schwangerschaftswoche. Ich bin im 6. Monat. Weil irgendwie komischerweise viele immer noch nicht verstanden haben, dass ich schon im 6. Monat bin. Weil ein Monat hat 4 Wochen. Rechnet euch das einfach mal aus. Und ich bin seit 152 Tagen schwanger. Und das Baby kommt in 18 Wochen und 2 Tagen. Errechnet. Wobei ich sagen muss, ich habe jetzt so viele Bekannte kennengelernt und auch von vielen mitbekommen, dass sehr viele Babys zwischen 3 Wochen vorher kommen und eine Woche später. Also es könnte auch sein, dass mein Kleiner ein Märzbaby wird. Dann wird er genauso wie sein Onkel ein kleines Märzbaby. Tipsy, nicht miauzen. Ich tue jetzt ein Video darin. Ich hatte jetzt am 4. am Freitag einen Termin beim Frauenarzt. Ich hatte so ein bisschen Bammel davor. Eigentlich weniger Bammel, sondern eher Respekt davor, was eigentlich auch in meinem Körper geschieht und ob alles in Ordnung ist. Falls ihr solche Sachen verpasst habt oder so, geht einfach auf Donnys Live. Da vlogge ich einfach, ich glaube, 5-mal die Woche. Ich gönne mir momentan 2 Tage Pause. Tipsy, nein! Nein! Du kannst da hinten raus. Ich hatte am 4. Organscreening und das war für mich sehr, sehr wichtig. Also mein Mann begleitet mich bei jedem einzelnen Termin bei Frauenarzt. Er hat nur einmal einen, konnte er nicht wahrnehmen, aber war nicht so wichtig. Der Kleine ist schon so groß geworden und ja, es ist immer noch ein Junge, auch wenn ich immer noch Stories höre. Er sollte die ganze Zeit ein Junge sein und am Ende ist es Mädchen geworden. Also er hat ein besonders großes Argument dafür, dass es spricht, dass es ein Junge wird. Das wundervollste, gleichzeitig der creepigste Moment bei dem ganzen Ultraschall war, als das Kind uns angeguckt hat, weil es hat sich zu uns gedreht und angefangen hat zu schlucken. Weil beim Organscreening checkt man die Nieren. Man checkt den Magen, man checkt das Kleinhirn, das Großhirn, man checkt einfach jedes einzelne Organ. Es war alles in Ordnung. Ich bin einfach so glücklich. Mir ist ein Stein vom Herzen gefallen. Und es hat uns so angeguckt und geschluckt. Und mir war das gar nicht bewusst, dass der Kleine schon aus der Frucht, aus dem Fruchtwasser so trinkt. Und wahrscheinlich auch aufs Klo geht. Das fand ich einfach so krass. Und seitdem ich das jetzt nochmal für mich gesehen habe, achte ich noch mehr drauf, noch mehr zu trinken. Weil ich mir denke, oh mein Gott, mein kleines Babylein, du süffelst ja schon. Ich habe bis jetzt 5 Kilo zugenommen. Sie hat gemeint, das ist vollkommen in Ordnung. Für mich ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich denke 5 Kilo. Ich denke, bis zum Ende werden es vielleicht 8 oder 10. Denke ich mal, wenn sich das jetzt nicht noch extremer irgendwie entwickelt. Gleichzeitig spüre ich ihn jetzt seit so ungefähr 3 Wochen oder 2 Wochen jeden Tag. Komischerweise boxt er immer nur beim Autofahren oder wenn ich mich hinlege. Jetzt weiß ich nicht, ob ihm das Autofahren zu schnell ist. Eben irgendwie, dass er mir signalisieren will, oh mein Gott. Aber er tritt auch so heftig, dass es mittlerweile weil mein Mann auch spüren kann, wenn er die Hand drauf tut. Ich kann es euch gar nicht beschreiben. Man merkt, glaube ich, einfach nur, wie glücklich ich bin. Ich war davor mit meinem Leben auch vollkommen glücklich. Aber ich hätte nie gedacht, dass wenn ich schwanger bin, dass es so ein großer Zusatz und noch mehr so viel Glück in meinem Leben dazu ist, weil ich einfach eine tolle Familie habe und einen tollen Mann und tolle Freunde. Aber dass dieses kleine Baby dann so viel in unserem ganzen Leben auch ausmacht, das ist voll krass. Und was bei mir auch aufgefallen ist, ich weiß nicht warum, aber ich habe ja angefangen, das Zimmer zu renovieren. Da sind wir aber auch fertig, weiß gestrichen, Fußleisten gemacht. Boden gemacht. Wohnzimmer habe ich dasselbe weiß gestrichen, Fußleisten, Boden gemacht. Hat es mich so extrem gepackt, das ganze Haus zu verändern. Und ich weiß nicht warum. Ich habe alle Dinge, die ich die letzten 5 Jahre, ich wohne hier seit ungefähr 5 Jahren in Karlsruhe, alles habe ich gemacht. Wir haben den Keller ausgeräumt. Wir haben so alles grundgeordnet. Ich muss nur noch die Küche machen, das Bad und das Schlafzimmer und dann bin ich
fertig. Und ich habe mich immer gefragt, was mit mir los ist. Und dann habe ich halt auch online so ein bisschen gelesen und in Büchern gelesen, das ist irgendwie der Nestbautrieb einer Frau. Mir war das nicht bewusst. Ich dachte mir, ich bin halt jetzt so eine kleine Dekofee, die mal immer mal wieder so, da mal eine Gardine, da mal das. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Viele hatten mich auch gefragt, ob ich eine Hebamme hatte. Gleich nachdem ich gewusst habe, ich bin schwanger, habe ich mich schon um eine Hebamme bemüht. Und damals war ich in der 6. Woche und habe ungelogen 30, 40 Hebammen angeschrieben, Absagen nach den anderen kassiert, bis zur 16. Schwangerschaftswoche, wo ich mir dachte, oh mein Gott, ich kriege keine Hebamme. Ich dachte, Karlsruhe ist keiner wie Stuttgart. Das ist vielleicht in Stuttgart so, dass ich ein Ballungsgebiet und viele und es gibt ja auch nicht mehr so viele Hebammen und ich verstehe es nicht, Hebammen sind genauso wichtig wie Altenpfleger und Kindergärtnerinnen. Kein Plan, warum es in der sozialen Gesellschaft nicht so anerkannt ist. Ich finde, Hebammen sind so wichtig, auch wenn es vor allem eine Gesellschaft ist, die sehr, sehr wenig Kinder kriegt im Vergleich zu anderen. Und da ist ja schon eine Knappheit und ich dachte mir, oh mein Gott, ich kriege keine Hebamme. Ich meine, ich hätte das Kind auch so bekommen können, ja, auch ohne Hebamme, weil ich darauf vertraue, dass meine Mama, meine Freunde, erfahrene Leute mir helfen könnten. Und in der 16. Schwangerschaftswoche, wo ich komplett lost war, habe ich dann irgendwie, hat mir eine zurückgeschrieben, dass sie sogar einen Platz frei hat im Geburtsvorbereitungskurs, weil ich habe mich um den Geburtsvorbereitungskurs bereits in der 10. Woche gekümmert und auch nur Absagen kassiert. Ich habe jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs, der fängt am 28. Januar, glaube ich, an und geht dann bis Anfang März, Mitte März. Ich hoffe, ich kann den letzten Termin noch wahrnehmen. Oh, ich habe mich so gut mit ihr verstanden. Das ist so eine ruhige Seele, eine normale Frau, wo ich mir dachte, weil das, ich war auch voll aufgeregt, meine Mutter war auch da, als die Hebamme gekommen ist, weil ich mir dachte, was mache ich jetzt, wenn ich mit der Hebamme mich nicht verstehe, weil sie sieht viel und alles von mir, auch nach der Schwangerschaft, da sie auch Wundversorgung also betreut, aber ich dachte, wenn ich die Frau nicht riechen kann, ja, was mache ich denn? Aber ich hatte so Glück, die Frau ist so toll und ich bin so glücklich. Ich habe jetzt einen Geburtsvorbereitungskurs, ich habe eine Hebamme. Und das war auch der Grund, nachdem ich dann das alles hatte, habe ich zu meinem Mann gesagt, ich kann jetzt nicht umziehen. Weil wenn ich jetzt umgezogen wäre in eine andere Stadt, also wir haben uns parallel umgeschaut nach einer neuen Wohnung oder nach einem Haus, vielleicht Haus bauen, Haus kaufen, sonst was, hätte ich ja dann wieder eine neue Hebamme gebraucht. Und ich habe mich so ein bisschen auch um die Kliniken gekümmert, welche Klinik gehe ich vielleicht. Ich mache auch Anfang Januar mal ein paar Besichtigungen. Einfach so für mich. Ich mache auch regelmäßig Schwangerensport, wobei ich war letztes Mal, ich gehe immer einmal die Woche letztes Mal, aber davor war ich 3 Wochen nicht, weil die Trainerin einmal krank war und ich 2-mal krank. Und wenn man krank ist, möchte man da auch nichts riskieren. Und ich weiß, das Video wird einfach viel zu lang und es tut mir auch vollkommen leid. Aber ich habe einfach so viel zu erzählen, weil ich mir denke, es ist so viel passiert. Was ihr auch seht, ich habe es auch auf Instagram gepostet. Wir haben auch schon die ersten Anschaffungen gemacht. Ich habe hier hinten den Stockelhofstuhl bestellt mit der Newborn-Schale. Ich war gestern bei Baby One und habe mir ein Maxi Cosi Pebble Plus bestellt. In der Farbe Black Raven, also ich wollte es einfach schwarz, und falls ich ein zweites Kind oder so bekomme, kann ich es einfach weiterhin verwenden. Wir sind noch am Überlegen, ob wir uns so eine Isofix-Station holen, ob man das Kind anschnallen kann, Vor- und Nachteile. Ich meine, es kostet 200 Euro. Auf der anderen Seite, wenn es mal richtig regnet, muss ich mir keinen Stress geben, kriegt das Kind rein. Keine Ahnung. Mein Kinderwagen habe ich mir auch ausgesucht. Der wird mir demnächst auch geliefert. Dazu mache ich auch ein komplettes Video dazu. Ich fange gerade an, nach so einem kleinen Sessel zu schauen, wo ich hier stillen kann. Ich suche auch noch ein Beistellbettchen. Ich kann nur das von Babybay nicht verwenden. Aber war ich auch dann auf der Babymesse. Ich habe mich einfach informiert. Bei uns ist der Rahmen einfach viel zu breit. Und unten drunter das dran zu machen, ist zu umständlich. Deswegen gucke ich, ob ich andere Babybeistellbretten finde. Weil ich will, das wird sein Kinderzimmer tagsüber. Aber nachts pennt er dann bei mir. Und viele haben mich gefragt, ob ich stillen will. Ja, ich will unbedingt stillen, auch wenn ich ein Baby bin, das ohne Stillen aufgewachsen ist. Ich meine, Sammy und Lange wurden gestillt, aber ich konnte nicht gestillt werden. Und ich bin auch groß geworden. Ich versuche es zumindest, falls es nicht klappt, falls die Oberweite versagt oder sonstige Gründe, dann bin ich so glücklich, dass es auch Pränahrung gibt. Aber ich möchte auf jeden Fall stillen. Und wir kommen auch jetzt zum Namen, den wir uns ausgesucht haben. Es war eine sehr, sehr schwere Entscheidung, weil ich habe euch ja gesagt, ich habe irgendwie damit gerechnet, es wird irgendwo ein Mädchen und wir hatten 22 verschiedene Namen. Und als wir wussten, es ist ein Junge, waren wir in der Auswahl von 3 kompletten Namen. Wir hatten die Auswahl zwischen zum einen
Aber wobei, es kann sein, wenn ich nochmal einen Sohn bekomme, wird er einer der beiden Namen bekommen. Gabriel, ich finde den Namen Gabriel so schön, ist er wie der Erzengel Gabriel und der ist einfach so international. Dann war mein Vorschlag, damit konnten nicht viele was anfangen, ich fand den voll schön, war Aris, ist griechisch und arabisch. Im Arabischen sagt man das Eris. Schreibt man aber A-A-R-I-Z und ich hätte es eigentlich A-R-I-S geschrieben. Und dann kamen wir jetzt zu dem Namen, weil den hat mein Mann dann vorgeschlagen für unseren Sohn. Und das ist jetzt auch der geplante Name für unser Kind. Und zwar ist es Michael. Es ist auf jeden Fall nicht Michael, es ist Michael. Mir ist besonders wichtig, dass es mit K geschrieben wird. Wir wissen aber noch nicht, wie er geschrieben wird, weil es ist ein Name, den gibt es im Arabischen, im Türkischen und im Russischen, auch nach dem Erzengel. Und im Türkischen schreibt man ihn, glaube ich, Mikail, also M-I-K-A-I-L. Und sonst schreibt man ihn halt mit E-L hinten. Und wir wissen noch nicht, ob wir E-L hinten machen oder I-L. Auf jeden Fall werde ich ihn Michael nennen. Und Kurzname Mika. Und ich finde es einfach so ein schöner internationaler Name, weil es gleichzeitig auch arabische Wurzeln hat. Und voll schön. Also ich habe auch gelernt, dass viele in meinem Umfeld dann gesagt haben, wie kannst du denn bloß so nennen? Es ist kein guter Name. Wobei ich sagen muss, meine Geschwister waren total, die haben sich voll gefreut, dass sie den Namen gehört haben. Und gesagt, oh mein Gott, das ist so ein schöner Name. Aber viele andere haben gesagt, wie kannst du denn nur so nennen? Und ich dachte mir, hey, ganz ehrlich, wenn ihr jemanden kennenlernt, das erste Mal auf dem Job und der heißt John Silver, bla bla bla, dann sagst du auch nicht, oh scheiß Name, tut mir echt leid dafür, wie deine Mutter dich genannt hat. Sondern du sagst, hey John. Und deswegen, der Name muss mir und meinem Mann gefallen. Und jetzt habe ich auch schon zu viel geredet, kommen wir jetzt gleich zur Verlosung und gleich zeige ich euch auch jetzt meinen Bauch, stehe dazu auf. Und das ist jetzt mein Bauch. Ihr seht, ich habe eine kleine, kleine Kugel und ich bin eher in die Breite gewachsen, wie ihr sehen könnt. Ich muss auch ehrlich sagen, ich habe hier zugenommen, ich habe hier zugenommen. Das ist hier auf jeden Fall meine kleine Kugel und langsam kommt er raus. Und um das Video nicht allzu lang zu machen, gibt es jetzt auch eine Verlosung. Und zwar könnt ihr heute zwei Tickets der Glow gewinnen. Ihr wisst, die Glow ist die allererste Beauty Convention hier in Deutschland und die findet am 30. Januar in Bochum statt. Ich bin dabei, Sammy ist dabei, viele andere confirmed Leute, es kommen auch internationale Leute, es kommen wahrscheinlich auch Musik-Acts. Es wird einfach die komplette Kosmetikindustrie mit vielen Marken wird gefeiert, treffen einfach Marken auf Blogger, auf Zuschauer, also alles mögliche auf jeden Fall. Es wird eine große, große schöne Sachen. Ich freue mich da auch dort zu sein mit meinem Mann, weil ich werde da schon eine größere Kugel haben, aber ich werde da dabei sein. Und es sind aber nicht irgendwelche Karten, sondern es sind diese Platin-Karten. Das heißt, ihr kriegt ein Goodie-Bag, ihr habt eine Stunde, glaube ich, oder Early Entrance, könnt vorher reingehen. Ihr habt Zugang zu allen Flächen, wobei ich sagen muss, mit allen Tickets hat man Zugang zu allen Flächen. Ihr habt sogar aber mit diesen nochmal ein extra Meet and Greet, was ihr euch mit der Person machen könnt, die ihr euch wünscht. Alle Info gibt es auf jeden Fall unten in der Infobox. Ihr müsst einfach noch www.glowcon.de/Nikolaus gehen, steht hier unten nochmal dran. Diese Tickets sind heiß, heiß begehrt. Falls die Person es nicht gewonnen hat, verlose ich heute auch noch so ein Benefit-Set, und zwar das Party-Hopping-Set. Das Einzige, was ihr dafür machen müsst, ist diesem Video einen Daumen hoch geben und ich wähle deine Gewinner aus. Da drin ist High Beam Gimme Brow, The Real Mascara und eine Augencreme. Also ihr könnt diesmal viel gewinnen. Und ja, ich wünsche euch auf jeden Fall einen wunderschönen Nikolaus. Ich werde jetzt zum Friseur gehen. Ja, was mit den Haaren machen lassen. Werden nochmal schauen, was es wird. Ich habe so Lust auf Veränderung einfach auch ein bisschen. Und ich wünsche euch einfach viel Spaß bei allem, was ihr tut. Habt ihr weitere Fragen zu meiner Schwangerschaft, dann ab in die Kommentare. Und wir sehen uns dann das nächste Mal. Bye!